Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Baby in Yellow. Baby in Yellow, ich weiß es nicht. Bitte verurteilt mich nicht. Ich habe, glaube ich, jetzt das richtige Spiel, sage ich jetzt mal. Wir haben auch noch hier ein Weihnachtskapitel und so. Und deswegen nicht lang schnacken. Vielleicht hat der eine oder andere ja schon mein erstes Dings gesehen, mein erstes Video. Hallo, du dämonisches Baby. Aha, okay, alles klar. So, wir müssen natürlich jetzt hier erstmal... Das konnten wir zum Beispiel in diesem einen Dings, was ich da hatte, nicht. Ne? Aber okay. Scheiße drauf. Wir machen uns hier einen Spaß. Und an alle gleich, die hier, an alle Helikoptereltern, ne? Es ist ein Spaßspiel, bitte. Ne? Nehmt es mir nicht übel, was ich hier tue. Nein, ich werde nicht so mit Kindern umgehen oder ich gehe nicht so mit Kindern um. Ja. Es ist ein Spaßspiel. Oh, vielleicht können wir das Kind da... Nein, okay. So, ne? Hier habt ihr erstmal jetzt so ein bisschen Kochen für Windeln. Das einzige Kochbuch, das du jemals brauchen wirst. Band 2. Ist deine inneren Dämonen. Sprechen, nicht kochen. Hören, nicht kochen. Sehen, nicht kochen. Okay, interessant. Setz dich mal dahin. Das war nicht von mir so beabsichtigt. So. Ich schaue mich natürlich erstmal um, weil, wie ihr sehen könnt, es ist ein bisschen anders als im... Run. Run. Run selber. Oh, was haben wir hier? Im Pausemenü. Ah, interessant. Okay. Da können wir bestimmt das Baby durch. Aha, da haben wir eine Katze. Und da ist ein Brief, den wir nicht lesen können. So, gesperrt. Hier ist offen. Oh, na klasse. Hide. Snow. A curiosity in July, following such a sweet spring. It started when I took this job. But I was not the first. They are with me. Aha. Interessant. So, ich schaue mich trotzdem erstmal um. Ich will alles hier entdecken, was es zu entdecken gibt. So. Der Prinz und die Katze. Was? Run. Okay. Ja, das Baby kann ruhig warten, ne? Ich wollte es nur sagen. Was ist das denn für ein Haus? Da ist irgendein Gekrakel. Aha. Okay, das hat also alles mit Weihnachten zu tun. Naja, man kann ja gucken, ne? Man kann ja alles angucken und sich vielleicht den einen oder anderen Reim drauf bilden. Jedenfalls, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Follow da und ein Like, da freue ich mich. Und Baby, weil du so schön da sitzt, darfst du nochmal... Oh. Dass du dich darüber freust. Hm. Oh... Ich kann das Brot nicht... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Ich will es nur ausprobieren. Oh, das tut mir leid. Nein, alles gut, alles gut. Nicht weinen. Wir weinen nicht. Guck mal hier. Na, gucke. Sehr schön. Du stinkst ein bisschen, ne? Wir machen dich mal fertig. So. So, das kennen wir ja alles schon. So, na dann, komm mal mit, mein kleiner Scheißer.
Bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Excuse me? Geschichtenbuch finden. So. Hinsetzen und lesen. Der Prinz und die Katze. Am anderen Ufer, in distant lands, with dark stars über dem Kopf, schlief der Prinz tief und fest. Da sprang eine Katze auf sein Bett. Ich habe einen geheimen Garten gefunden, sagte die Katze mit viel Freude. Aufgeregt rannten sie nach draußen. Entdecker in der Nacht. Sie gingen durch das goldene Tor. Schau, die schönen Bäume. Sie gingen den hübschen Kieselweg entlang. Schau, die bunten Blumen. Sie gingen an dem märchenhaften Springbrunnen vorbei. Schau, das tanzende Wasser. Schau, schau, schau. Aber der Prinz mochte den Garten nicht und fing an, die Bäume zu fällen. Er riss Blumen aus, zerstörte die Hecken und riss alle Blätter ab. Alles ruinierte er zum Spaß. Die Katze sah ängstlich zu. Das war ein Fehler, rief die Katze. Ich hätte ihn nie hierher bringen dürfen. Ende. Oh, okay. So, dann warten wir jetzt auf die Eltern. War eine schöne Geschichte. Ich hätte gern gewusst, wie sie weitergeht, aber naja, was soll's, ne? Mach mal ein bisschen hier auf den alten Fernseher. Der ein oder andere möge das vielleicht noch kennen. Vielleicht der ein oder andere, der so alt ist wie ich. Oh. Oh. Da ist das Baby am Schreien. Da muss ich leider mal kurz gucken gehen. Okay. Baby? Baby? Wie bist du denn da runtergekommen? Hm? Das können wir doch nicht machen. Ich glaube, du bist ein Mädchen, oder? Obwohl, der Prinz, es könnte auch... Ach komm, das tat nicht weh, da ist nichts passiert. Das richtige Plüschtier ins Bett legen. Die Katze. Sag ich doch. So, schlaf gut. Es wird jetzt geschlafen. Die Tür bleibt zu. Gott. Ach ja. So. Ist das schön. Da freuen wir uns, ne? Die kleinen Racker, die werden ja so schnell groß. Nacht 2. Das Kind lachte. Kuckuck, ist das nicht lustig? Der Sitter, ich hab doch gesagt, lass das. Okay. Ich hab keine Ahnung, was passiert. Oder doch? Ist es das, was ich denke? Ah, oh cool. Nur für den Fall aller Fälle, ne? So, ich gucke jetzt erstmal, wo ist denn mein Baby hin? So, wir machen erstmal die Tür auf. Wo ist das Baby hin? Wo ist das Baby hin? Ach, echt jetzt? Mach doch nicht so eine Toten. So. Na, du kleiner dämonischer Racker. Na? Wie geht's dir heute, ne? Du scheinst ja lustig drauf zu sein. So, bleib sitzen. Ja, es passiert gleich was. Ah, okay. Alles klar. Hey, hey. Hey, Windel! Ich jetzt. Ich laufe gerade einer Windel hinterher. Ich will es nur mal gesagt haben, ne? Windel! Die Windel! Oh. Im
Notfall Glas brechen. Wie cool ist das denn? So. Na, das gefällt dir, hä? Mit hier. Oh Gott, Alter, ich habe die Dämonenaugen schon gesehen. Komm mit, du kleiner Scheißer. Wir lieben dich natürlich, ne? So. Geschichtenbuch. Der Prinz und das Kaninchen. Na, da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. When? Als das Kaninchen zu Besuch kam, sagte der Prinz: Zeit zum Spielen. Aber seine großen roten Augen machten ihr Angst und sie wollte nicht bleiben. Schnell zum Ausgang hüpfte das kleine Kaninchen. Der Prinz rannte direkt hinter ihr her und schrie: Haltet sie auf! Durch. Alter, was ist los? Komm hier, bitte. Weiterlesen. Gib mir einen kurzen Moment. Durch dunkle Corridors he chased. Jagte er sie. Hüpf, hüpf, hüpf. Eine unerbitterliche, vergebliche Flucht. Hüpf, hüpf, hüpf. Runde um Runde. Im Palast. In und aus dem Raum und aus der Sicht. Hüpf, hüpf, hüpf. Der Prinz, er konnte sie nicht fangen. Sein Herz war erfüllt von Zorn. Das Kaninchen schlüpfte zur Tür hinaus und verschwand. Den Weg hinunter. Der Prinz rief: Jetzt brauche ich neue Freunde. Mehr, jetzt noch einen. Ich bringe dir welche, mach dir keine Sorgen, erwiderte seine liebevolle, fürsorgliche Mutter. Ah, schön. So, ich schaue mich mal hier kurz um. Von 12 haben wir schon. Leider kann ich hier nichts aufmachen. Schade. Ich könnte mir eigentlich mal ein Brot machen. Ach, da ist noch. Run. Natürlich weich. Aha. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Keine Ahnung, vielleicht hilft uns das ja. Hier ist nichts, alles klar. Oh. Ja? Toasty 4000. Ich wollte bei den Nachbarn mal klopfen und fragen, ob die was gesehen haben. Kann ja sein, ne? Da scheint schon länger niemand da gewesen zu sein. Geschlossen für Wartung. Elevator Systems und da ist ein Hase drauf. Sehr kurios. Aber okay. So, was ist das hier? Kiste auf Wohnzimmertisch. Oh, ich hab's in die Küche gepackt. Aber okay. So. Endlich Ruhe zum Fernsehen. Okay. Huiuiui. Nacht 3. So, natürlich. Toastimacher. Okay, ich kann. Hey! Alter, wenn das dämonische Baby hier wieder auftaucht, ne, dann mach ich einfach den Mülleimer auf. Okay, er schläft.
Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber naja, gut. Ja, ich hab's gehört. Ich komm doch schon. Hallo, mein Kleiner. Schlaf schön. Etwas zu essen suchen. Vielleicht ein Käsetoast. Naja, das klingt doch nicht schlecht. So. Käsetoast. So, lecker, lecker. Alter, was zur... Okay, das Feed Me kennen wir, aber das passiert kennen wir nicht. Okay, es war doch hier, dass wir hier genau jetzt... Jetzt kommen wir nämlich zu diesem... Ja. Oha. Wir können dem Baby auch Alkohol geben, vielleicht... Man weiß es nicht. Alles gut. Ja, Alter. Komm mit, du Teufelskind. Ja, von mir aus bleib so liegen. Ist mir auch Wumpe. Ja gut, ne? Ich hab geahnt, dass was passiert. Hallo! Das Notglaszerbrechen. Ach du Scheiße. Ich komm hier nicht durch. Oh Gott. Also, liebe Eltern. Habt immer so ein Notcluster. Oh. Alter. Was stimmt denn mit dem Baby nicht? Was? Oh nein, das Baby und das Schaf. Ach nee, der Prinz. Komm mal her, hier. Ich finde das jetzt nicht in Ordnung. So. Hier. Geh ins Bett. Nimm das Schaf. So. Und jetzt ist Silenzio, ne? Der ganze Palast war kalt. Der Mond draußen schien so hell. Der Wind, er blies unentwegt. Oh nein, die Vorhänge flogen in die Höhe. Der kleine Prinz lag in seinem Bett und fand keinen Schlaf. Also rief er nach seiner Mutter. Bitte, geh und such mein Schaf. Ich bin durstig, sagte der Prinz. Da holte das Schaf etwas zu trinken. Ich bin schmutzig, sagte der Prinz. Also wechselte das Schaf seine Kleidung. Ich bin müde, sagte der Prinz. Lass mich dich zählen. 1, 2, 3. Nur noch 1, sagte der Prinz, bevor ich einschlafe. Er öffnete seine großen roten Augen und drehte sich zum Schaf. Komm zu mir in meine Träume. Bleib für immer in meinem Kopf. Gehorsam schritt das Schaf voran. Sein Geist war von Angst erfüllt. Das ist ein Fußpatin geht. Okay. Good night. Gute Nacht. Was soll ich jetzt dazu sagen? Baby ist auf jeden Fall verrückt. Das ist nicht gut, oder auch doch. Mehr jetzt. Okay.
Wohnung betreten. Das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.